Eine gesunde Mundhygiene ist von großer Bedeutung, um Zahnproblemen vorzubeugen und die allgemeine Gesundheit zu erhalten. Eine der häufigsten Behandlungen, die bei Zahnproblemen durch Gefahr ein Viertel HRT wird, ist das FA ein Viertelen von Karieslatschern. Dabei ist es wichtig, das richtige Zahnvereinviertelungsmaterial auszuwählen, um die Haltbarkeit und Ästhetik der ZAHNI zu gewährleisten. In diesem Video werden wir die verschiedenen Faktoren erörtern, die bei der Auswahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials zu berücksichtigen sind. 1. Art der FA-Einviertelung. Es gibt verschiedene Arten von Zahnvereinviertelungsmaterialien zur Auswahl, darunter Amalgam, Composite, Gold und Keramik. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile, die berücksichtigt werden SN. Zum Beispiel ist Amalgam eine robuste und kostengünstige Option, aber es ist auch weniger ästhetisch ansprechend als Composite oder Keramik. Gold ist zwar teurer, aber auch langlebiger und bietet einen besseren Langzeitschutz FA-Einviertelung den Zahn. 2. Standort der FA-Einviertelung. Der Standort der FA-Einviertelung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Auswahl des richtigen Materials. FA-Einviertelungen im sichtbaren Bereich des Mundes erfordern ein ästhetisch ansprechendes Material wie Composite oder Keramik, um ein natter-einviertlerischeres Aussehen zu erzielen. FA-Einviertelungen im Backenzahnbereich, die einer höheren Belastung standhalten SN, sind robustere Materialien wie Amalgam oder Gold möglicherweise die bessere Wahl. 3. Allergien und Empfindlichkeiten. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials sind mögliche Allergien und Empfindlichkeiten. Einige Menschen reagieren empfindlich auf bestimmte Materialien wie Amalgam oder Nickel, was zu Unverträglichkeitsreaktionen FA-Einviertelungen kann. In solchen Fällen ist es wichtig, ein allergenfreies Material wie Composite oder Keramik zu wählen, um Komplikationen zu vermeiden. 4. Kosten. Die Kosten FA-Einviertelungsmaterialien können je nach Art und Standort der FA-Einviertelung variieren. Während Amalgam in der Regel die kostengünstigste Option ist, sind Composite, Gold und Keramik oft teurer. Es ist wichtig, die Kosten mit dem Zahnarzt zu besprechen und eine Lösung zu finden, die sowohl den finanziellen als auch den langfristigen Gesundheitsaspekten gerecht wird. 5. Haltbarkeit und Langlebigkeit. Die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Zahnvereinviertelungsmaterials sind entscheidend FA-Einviertelung den langfristigen Erfolg der Behandlung. Materialien wie Gold und Keramik sind bekannt FA-Einviertelung ihre Langlebigkeit und bieten einen besseren Schutz vor Karies und Abnutzung. Komposite FA-Einviertelungen können zwar ästhetisch ansprechend sein, sind aber möglicherweise weniger langlebig und SN möglicherweise öfter ersetzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Auswahl des richtigen Zahnvereinviertelungsmaterials mehrere Faktoren berücksichtigt werden SN, darunter die Art der FA-Einviertelung, der Standort, mögliche Allergien, Kosten sowie Haltbarkeit und Langlebigkeit. Es ist wichtig, diese Faktoren mit einem Zahnarzt zu besprechen, um die bestmögliche Lösung zu finden, die den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen entspricht. Indem Sie diese Faktoren sorgfältig abwägen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnvereinviertelung erfolgreich ist und Ihre Mundgesundheit langfristig erhalten bleibt.